Hallo und herzlich willkommen zu den Studienkreis-Vorlesetipps. Mein Name ist Charles Rettinghaus, ich bin Schauspieler und Synchronsprecher, unter anderem die deutsche Stimme von Jamie Foxx, Jean-Claude Van Damme, auch ab und zu Robert Downey Jr. und vielen, vielen anderen. Tja, und ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie du vielleicht deinem Kind oder deinen Kindern eine Geschichte interessanter und lebendiger vorlesen kannst. Ich habe ein Buch gewählt, Wie lange noch bis Weihnachten ausgewählt, habe ich das. Das ist von Sandra Binder und Tanja Hussmann. Die Illustration ist von Tanja Hussmann. Und ich finde, diese Geschichten sind wunderschön vorzulesen. Zum Beispiel geht es ja auch oft um Betonungen. Also wie man was betont. Ist auch immer eine Geschmackssache. Es gibt Leute, die sagen, nee, das würde ich jetzt so nicht betonen. Also, aber um das mal kurz zu demonstrieren, wenn man falsch betont. Nico grunzte nur. Der 1. Dezember, das bedeutete, dass es immer noch 32 lange Tage waren bis zum Heiligen Abend. 23 Tage mit Schule, Hausaufgaben, Geschirr, Spül ausräumen und mit zwei Eltern, die vor lauter Weihnachtsstress ganz kribbelig waren. Während er am Frühstückstisch sein Müsli löffelte, dachte Nico nach, wozu der ganze Trubel eigentlich gut sein sollte. Natürlich, Jesus hatte Geburtstag, so viel war klar. Und wenn es einen Geburtstag gab, an dem man es so richtig krachen lassen sollte, dann war es wohl der Tag, an dem das wichtigste Baby der Welt seinen ersten Schrei losließ. Das war natürlich jetzt, wäre für dein Kind, würde es sagen, Mama oder Papa, was soll das? Ich würde es so vorlesen. Nico grunzte nur. Der 1. Dezember, das bedeutete, dass es immer noch 23 lange Tage waren bis zum Heiligen Abend. 23 Tage mit Schule, Hausaufgaben, Geschirrspüler ausräumen und mit zwei Eltern, die vor lauter Weihnachtsstress ganz kribbelig waren. Während er am Frühstückstisch sein Müsli löffelte, dachte Nico nach, wozu der ganze Trubel eigentlich gut sein sollte. Natürlich. Jesus hatte Geburtstag, so viel war klar. Und wenn es einen Geburtstag gab, an dem man es so richtig krachen lassen sollte, dann war es wohl der Tag, an dem das wichtigste Baby der Welt seinen ersten Schrei losließ. So waren die Betonungen eigentlich, wie sie sein sollten, damit dein Kind auch diese Geschichte versteht. Klar kannst du auch abweichen und mal für dich auch was anderes vielleicht mit reinbringen. Aber ich würde dir den Tipp geben, so die Geschichte vorzulesen. Also, viel Spaß und bis bald.